Okidoki, Mann. Schauen wir mal, wie es hier läuft. Aber ich glaube nicht, dass ich 12 Scarfs auf einmal schaffe hier. In einer Runde. Schafft man das auf Interchange? Капец тебе, служивый! Aber nicht, Mann, ihr habt mir gleich beide Beine gebrochen. Und er lebt immer noch ganz zu, jetzt habe ich eins verloren.
Ich habe jetzt so dieses komische Ding, was ihr, glaube ich, braucht, dieses UHF RFID Fixed Reader. Wo hast du das gefunden, Mann? Sehr schönen Ort. What the fuck? Wo hast du es gefunden? Ne? Lab und in diesem Serverraum da. Echt jetzt, wo du aufsperren musst? Du auch den Key für das Dingens findest. Für Testing Area. Ah. Weißt du, wo ich meine? Nope. Ja? Nee, ehrlich gesagt überhaupt gar nicht, Mann. Das ist da, warte, wie kann. Du weißt, wo der Serverraum ist, oder? Ja. Und oben dieses kleine Büro drinne. Ja, da ist es, auf dem Tisch da. Da oben. Und da kann man das finden, Mann. Da habe ich das Ding gefunden, ja. Das ist interessant, Mann. So. Ich hasse das nachts hier, Mann. Ganz welche ehrlich. Map spitzen du? Interchange, Night gerade. Und für den Task, ich schwör's ja, dir. Ja, ich weiß. Der erste Scarf hat mir schon die Beine weggeballert, Mann. Der andere hat mir jetzt noch den Arm weggeschossen. Aber ich habe schon 3 Stück jetzt. Ah, weißt du, was das Scheiße ist? Ich habe eben gerade in dem Ding 4 Waffen gefunden, konnte aber nur 2 davon aufnehmen. Ja, und unter den 4 Waffen war eine M4, die natürlich leer war. Wow, 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 der Scuff besorgt mir gerade böse, Mann. What the fuck, ihr habt mich gerade fast umgebracht, willst du mich verarschen? Ne? Das Game musst du irgendwo ablegen, ne? Welches? Das Game, was du hast doch unsere spezielle Skillfallen gekauft, oder? Ja, aber das muss ich nicht abgeben, Mann. Ich muss Scuffs damit töten, ne? Achso. Ja, ich muss jetzt raus, Mann. Die letzten 4 Scuffs haben mich gerade schon fast umgebracht. Krass. Also der letzte Scuff hat mir gerade echt richtig besorgt, Mann. Ja, ist nochmal dieser Checkpoint Key. Checkpoint Key. Echt? Ja. Teuer? Ach du Scheiße, warum ist der so teuer? Das ist so eine dumme Quest. Ich habe gerade Market Key Room gefunden, what the fuck. In dem Scarf. Glaube ich nichts mehr wert, ne? 10.000? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ah, 50.000 wieder. Ich habe den für 10.000 gekauft. Okay, ich hau jetzt ab, Mann. Wieso heult denn der so? Sieht doch gut aus. Der Witz ist, ich glaube 12 Scarf schafft man hier schon. Das Problem ist, dass man die Wichser nie sehen kann, Mann. Ja. Und weil ich nur mit NATO-G reingehen darf, darf ich kein Ding mit. Kann ich kein Nachtsicht anziehen. Und der Schlüssel liegt schon wieder nicht da, das ist doch geil. Ach, du farmst gerade Keys. Ja, ich farm gerade Manager Key. Weißt du überhaupt, wo der spawnt? Ja, weiß ich. Bist du dir sicher? Ja, in diesem kleinen Büro. Auf Lab. Also ich wusste das nicht. Aber weißt du, wie du falsche Informationen nimmst? Du nimmst einen Key, den jeder haben will.
den du gefunden hast, wirfst ihn auf irgendeinen Tisch und sagst, da ist Expand. Dann werden wow. immer alle dahin rennen, Mann. Ich sag's dir, jeder wird dahin rennen, um zu gucken, ob er da ist. Dann machst du dir einen neuen Account und sagst, hier, zieht euch mal rein, Mann, ich habe ihn gefunden. Ne? Ich weiß nicht mal, oh Gott. Wo ich expect Southeast, ich habe keine Ahnung, wo das ist, Mann. Krass ist das scheinbar auf der Map keiner ist, Mann. Zumindest sehe ich keinen. Und soll ich dir mal was sagen, das finde ich völlig in Ordnung. Verpisst euch bloß. Von mir weg. Die Munition, die ich für die M4 gerade benutze, ist Müll. Oh Mann, hier ist noch ein Scarf. Wollen wir gleich bei der Labs zocken? Was meinst du? Würde ich jetzt. Ja, wollen wir gleich bei der Labs weiter abschlachten? Ja, dann machen wir mit ihm, weil. Ich mache jetzt Interchange, Mann, gerade. Ja, ansonsten würde ich mir schon ein bisschen Geld reinfahren einfach. Ohne Kontext ist so hart, ich schwör's dir, ich weiß nicht, wo der Feind ist. Ich sehe ihn. Habe ich ihn? No, oh mein Gott. Und er hat eine Shotgun. Schlimmer geht gar nicht. Jetzt habe ich ihn. Holy shit, Mann. Problem ist, ich habe nur noch einen Painkiller, Mann. Es wird ein langer Weg raus, du. Ich kann mich jetzt nicht schon wieder töten wie auf Shoreline, Mann, weil das ist einfach behindert. Fuck auf die SKS, Mann, ich nehme die Shotgun. Oh, ich habe gerade Augmentin gefunden. Wie oft kannst du das benutzen als Painkiller? 5 oder 6 Mal, glaube ich. Echt jetzt? Und ja. Ich habe einen Storage Room Key, Mann. Ich glaube aber nicht, dass der irgendwas wert ist. Geil. Ja gut, dann hat sich das auch erledigt. Dann gehe ich jetzt mal weiter hier. Aber ich muss echt aufpassen. Ich glaube, ich habe kaum noch Munition. Das eine Magazin ist halb voll und das andere. Wow. Aprox 20 Schuss, Mann. Also auch sowas. Du kannst es nicht 20 Mal nehmen, Mann. Ich sag sogar nur einmal, lustigerweise. Zumindest steht da keine... Weißt du was? Fuck it, Mann. Ich geh jetzt einfach raus, Mann. Ich hole mir jetzt einen Tactical Light dran. Oder willst du einfach mit mir mitkommen in den Interchange? Ich glaube, ich muss die Quest auch noch machen, aber ich habe das nicht so Bock drauf, wenn hier ich bin. Hey, ich habe 12 Kills in einem Rush auf Customs gemacht. Danach 12 Kills in einem Rush auf Woods. Dann in 3 Versuchen auf Shoreline. Und jetzt habe ich schon 5 Kills auf Interchange, obwohl ich gerade die erste Runde spiele. Und normalerweise würde ich nicht rausgehen, aber die Arschlöcher haben mir echt alles weggeschossen. Ich kann hier gar nicht extracten, doch kann ich, nice. Und nebenbei mache ich noch meine anderen Ragman-Quests, dass ich 10 Mal nachts extracten soll. Ich brauche jetzt nur noch einmal. Also wenn du willst, kannst mitkommen, weil vielleicht treffe ich einen Bossmann. Der wird also nicht schreddern, aber... Ist das nicht, soll das nicht dieser super extreme OP-Boss sein? Ja, weil der so einen richtig heftigen Face-Cover hat, also die Stufe 6, Mann. Und das Ding hat 1500 Lebenspunkte. Ich meine, durch Face-Schüsse brauchst du den gar nicht versuchen umzubringen, ich schaff's nicht. Selbst mit der besten Munition brauchst du wahrscheinlich 10 Schüsse oder so, 10. Vielleicht sogar mehr. Ja, 5 Stück habe ich erwischt, nice. Ja, okay, willst du mitkommen? Ja, nein, sonst gehe ich gleich wieder rein. Ich nicht. Okay. Ich werde Geld farmen in der Zwischenzeit auf Shoreland dann. Tu das.
Wirst eh umgebracht, aber sag mir, wie oft du stirbst. Ich bin just kurios, Mann. Weil wenn ich auf den Astana-Server gehe, ich treffe jede Runde den Spieler, jede. Auch Aber alle anderen nachts? sagen mir immer, ja, aber alle anderen sagen mir, dass da keine, dass die überhaupt nie auf irgendwelche treffen, ne? Und ich finde es komisch, weil ich, wie gesagt, immer auf welche treffe. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich meinen scheiß Doxcase hingetan habe. Ja, moin. Oh mein Gott, ich habe schon auf versehentlich 995er reingetan. Weißt du, ich schieße ihm aufs Gesicht und der stirbt nicht. Vielleicht gehe ich auch pennen irgendwie in einer halben Stunde oder einer Stunde oder so. Boah, das ist creepy, Mann. Letzte Nacht nur 3 Stunden geschlafen, deswegen. Aber wechseln. Ah, na. Ja, wenn der Looter stimmt, dann bleibe ich noch ein bisschen am. Man muss nur vorkommen. Schauen wir mal, wie meine Tests so laufen gerade, Mann. Also übel sollten sie eigentlich nicht laufen, ne? Letztens habe ich die Ragman-Task voll vorangetrieben, Mann. Ich muss nur noch ein einziges Mal raus. Als ich zuerst das Test gesehen habe von Pieski, habe ich mir gedacht, what the fuck? Are you kidding? Was denkst du, wie viele M4s du dabei brauchst? Dafür brauchst du wie Scheiße. Und dann einmal Customs-Thema erledigt, einmal Woods-Thema erledigt, ohne irgendwas zu verlieren, ne? Zwei Waffen von Sherline bekomme ich zurück. Und eine habe ich mich halt in die Luft gesprengt und jetzt die dritte habe ich immer noch. Also es war viel easier als ich dachte. Ich habe schon wieder Kontext vergessen. Fuck. Und ich habe ein Tactical Light vergessen, aber dafür müsste ich eh das ganze Setup ändern. Kein Bock auf den Scheiß. Ich glaube gar nicht, dass man an das Rail. Ich weiß nicht mehr, ob man das Rail nennt, Mann. Wie nennt man das Ding, wo man einen Pistol Grip ran macht? Also halt einen Handgrip. Frage. Edgar. Handguard, genau, Handguard. Tausend wert.
Ich glaube, man kann das gar nicht an den Handguard dran machen, Mann. Was denn? An die Standard M4 Colt. Die, wo man kaufen kann für 600 Dollar ein Tactical Light. Ich glaube, dafür muss man den Handguard wechseln. Das würde ich aber nicht extra machen. Glaube ich auch, ja. Das Problem ist bloß, dass die bleibt so scheiß dunkel ist. Standard M4, da hast du doch nur diesen runden Griff da mit diesen Reifen so ein bisschen. Ja. Nee, das musst du austauschen. Ich glaube, sie haben das gefixt. Was? Dass du nicht mehr Soldon Raid reinkommst. Oh, doch nicht. Das geht schon, das dauert nur ein bisschen. Ja. Aber ich sag's dir gleich, normalerweise sind da immer welche, immer. Also ich bin jedes Mal auf einen getroffen. Ne? Aber sind die dick equipped bei dir oder nicht? Ja, meistens schon, Mann. Weil denkt da, Mann, die regelmäßig auf die Server gehen, scheißen Geld, Mann. Und viele kommen jetzt auch hierhin, um zu farmen in Teams, damit sie genug Geld haben, um sich Ausrüstung zu kaufen, um dann zu spielen. Nicht je, weil die meisten haben halt keinen Bock, mit Pistol umzurennen. Oder viele von den älteren Spielern, so wie ich jetzt. Weil komm schon, was will ich damit? Mag die Pistol? Herausforderung. Was ich geil an dem Spiel finde, ist fett gegiert zu spielen, Mann. Hat einer von euch zwei Flash Drives über? Weil die Nein, Mann, ich hab gestern für den anderen einen gefunden noch. Geh Customs. Vor der großen Factory-Halle ist doch dieses Auto, wo die zwei Computer drin sind. Da finde ich, habe ich alle meine Flash-Drives gefunden. Würde für unter Challenge gehen, für Flash-Drives? Würde ich nicht machen, die findest nicht. Einmal die PCs absuchen. Oder wenn du die dringend brauchst, einfach kaufen. Ich kann die Nachricht nicht lesen, weil sobald ich das mache, hört das Video auf. Also ich kann das dann nicht aufnehmen. Und ich will schauen, dass es nur ein so ein Ding ist, nur ein Video. Deshalb hoffe ich jetzt mal, dass ich langsam in den Match reinkomme. Bist du bei Labs oder was? Nee, ich bin auf Interchange. Ich brauche 12 Scarves Kills, 5 habe ich, fehlen noch 7. Dann habe ich das Test erledigt vom Peacekeeper und das von Ragman, wenn ich überlebe. Zwei Dinger mit einem Teil und dann habe ich fast Level 47. Ah, ich muss noch mit der Mosel über 50 Meter ein paar Scarves killen, ey. Würde ich auf Wurz machen, mich einfach auf den Stein legen beim Bunker. Naja, ich verstehe. Ach, du Quest hab ich ja sogar keinen Nerv, ne? Hä? Auf diese scheiß Mosin-Quest hab ich sogar keinen Nerv. Ja, das was nervt ist, dass du Spieler töten sollst aus Close Combat, also richtig aus naher Distanz, das ist totaler Schwachsinn. Ja, das tankt das Spiel sogar. Das kriegst du hin. Aber nicht reingescope, also ohne Scope mit der Mosin. Alter, vor allem wie hell das schon wieder ist. Kann ich eigentlich verarschen spielen? Wenn man dran gewöhnt ist, ohne Scope zu spielen, dann geht das auf jeden Fall. Nee, warte mal, Spieler killen? Nee. Meinst du die erste Mosin-Mission? Nein, zuerst musst du. Du hast drei oder vier oder fünf Mosin-Missionen, das weißt du, oder? Ja. Die ersten gehen noch recht einfach, aber ab da wird's dann richtig nervig. Weil du sollst dann Spieler töten. Ich hab ja dann mit heute früh schon mit ihm versucht, da was zu machen. Über 150 Meter entfernt muss dem PMC in den Kopf treffen und so Dinger. Ja, genau. Ich mach die Mission von denen gar nicht mehr. Weil die gehen mir echt böse auf den Sack, seine Mission. Man kann die machen, muss man aber nicht. Ja, genau. Ich habe das hauptsächlich gemacht, um XP zu farmen. Das Licht hier ist immer noch verbuggt, Mann. Kommt zu glauben. Ist schön offen, Alter. Ab wann beginnt eigentlich Labs? Weißt du, was der eben noch war? 5.20 Uhr in der Früh. Oder meinst du die Zeit da? Hä? Meinst du die Zeit? Oder?
Scheiße. Oh. Laber kein Scheiß. Die haben mich schon wieder in beide Beine gezimmert, aber hey, Leg Matter gibt's hier nicht. Alter, bei mir ist gerade richtig Party of Labs, Alter. Bei mir auch gerade. Wie ist deine Lobbynummer? P47, ja. Okay, ich dachte, sie wissen doch was leichter, wenn meines PKZ hier. Laber nicht, die haben mich eingekettet. Vielleicht ist Server, auf dem wir gerade rumlaufen. Die mich schon wieder Beine weggeschossen, Mann. Ist das zu fassen, Mann? Die Ammo, glaube ich, die ich benutze, ist Müll. Bei mir auf Labs wird so viel gerade rumgeballert und Granatenschuss, das ist überall leckt, Alter. Ja, das war mein Server hier auch so. Und hier ballert auch die ganze Zeit eine scheiß M4 rum. Immer noch? Nö. Ah. Oh mein Gott, ich bin instant gestorben. Ja, nice. Ah, aber ich die Bots manchmal aus der hintersten Ecke irgendwo herballern. Wow! Ich bin jetzt gestorben, geil, Alter. Ey. Dass die Kunden da nicht rausgekommen sind. Mann, ey. Scheiße. Ach, ich hätte die Nate werfen sollen, Mann. Ach. So ein Scheiß denkst du meistens ohne. Ganz ehrlich, ich hasse die Interchange Scarves. Wenn sie mich sehen, verkriegen sie sich hinter der nächsten Ecke oder so. Mir zimmern sie immer die Beine weg. Kommt drauf an, wie der equipped ist.
könnte schwören, dass das 3 Scarfs waren, Mann, aber scheinbar waren es nur 2. Ich hab grad einen Spieler 1 in den Kopf geschossen ohne Helm, Alter. Er dreht sich eiskalt easy um, Junge. Nico wird glaube ich nicht wiederkommen. Hat er gesagt? Ja, hat er gesagt, hat er das letzte Mal auch gesagt. Noch nicht wiedergekommen. Ja, bringt er nicht seine Freundin heim oder so, weil die krank ist? Irgendwas hat er gemäht, auch vor uns mit einem Tee oder so.
Yo, serious, Alter. Oh, das war der Scuff die ganze Zeit, Mann. Ich brauche noch 3 Stück, Mann. Ein Scuff brauche ich noch, dann hat sich erledigt. Mann, der liegt schon wieder nicht da. Schade. Wie oft warst du jetzt schon da? 5 Mal.
Gott, der Rückstoß von dem Boss ist mal creepy gruselig. Naja, geht. Ja, yeah, ich hab's erledigt, Mann. Endlich, Mann. Mal, das ist doch gar nicht so fest, oder doch? Nope. Der Bot mal wieder so eine Überreaktion hat, ey. Wenn sie kommen alle aus der Tür schon, bin ich direkt tot. Hat er dich angeschaut? Ja. Also ja. Er hat gegen die Wand, er hat gegen die Wand geschaut, ich bin rausgekommen und instant war ich tot. Warte. Naja. Wenigstens habe ich ein bisschen Gewinn rausgeholt. Bald könnte ich meinen Arsenal-Key verkaufen. Wenn es hart auf hart kommt. Ja, wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann verkaufe ich den. Aber sonst verkaufe ich den auch nicht. Deshalb habe ich mir die Item-Dinger gekauft. Ich habe einen Tick Item-Case und Weapon-Case, die zusammen fast 20 Millionen wert sind. Also, verstehst du, Geld kann ich machen, was immer ich will. Nur ein bisschen sammeln hat mir eben gerade schon wieder 100.000 gebracht. Was machen all die Scuffs schon wieder hier jetzt? What? Er hat der eiskalt 1000 Euro dabei, der Scarf hier gerade. Hatte ich auch schon, ja. Nice. Ist New Shonka noch irgendwas wert?
Nicht mehr wirklich. Und ich bin raus, nice, Mann. Ich bin jetzt wieder gerade am Laden auf Lab. Loading Data Files. 9 Kills gemacht. Nice. Der Witz ist, es war schon wieder kein anderer Spieler da, Mann. Echt? Ja. Du meintest ja auf Vintage, auf Shoreline, auf Astana wären Spieler, ne? Ja, bei dir waren da welche. Ne. Bei mir jede aber Runde, ich schwör's dir. Zwei Spieler Scuffs waren da. Ja. Sind richtig spät aber erst gekommen. Beide weggemacht mit meiner Glock. Hey, ich gehe mal mit Attack 2 und mit Gear rein, immer. Loot war jetzt nicht so krass. Haben Bitcoin gefunden. Ganz nett, aber der Rest war. Und eine neue Mission, The Guide. Survive Edward. Laber nicht. Würden Sie wenigstens mal den Bootsboss reinmachen, dann hätten wir da auch was zu tun. Are you kidding, man? Die Belohnung ist ja amazing, man. Das macht überhaupt keinen Sinn, man, das hier, weil das habe ich schon freigeschaltet, ne? Arsenal CWP 30 Round. Du bekommst $25.000, Alter. What? Dann ist es Sümmchen. Hey, ich soll Woods raus, ich soll Customs raus, ich soll Interchange, Shoreline, Factory und Laboratorio raus. Und dafür bekomme ich $25.000 und 100.000 XP. What the fuck?